Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Minecraft Lost 2.0. Wir sind hier immer noch am gucken, wie wir das alles abstecken. Und herzlich willkommen natürlich hier auch zu Daniel Talkt über verschiedene Themen. Ja, scharf. Und hallo Huhn für dein Ei. Ich mach mal hier erstmal so das Gras weg. Das Grasel. Sowas nervt. Ja. Ich bin letzte Folge auf sehr, sehr viele Themen gleichzeitig eingegangen. Was so mein Kanal betrifft, was Interessen betrifft, was Reaktionen betrifft, also so gefühlt auf alles. Diese Folge möchte ich schon mal so anfangen, über Themen zu sprechen wie Filme und Spiele, die dieses Jahr noch kommen. Speziell dadurch, dass ich ja leidenschaftlich auch Spiele spiele, Videospiele. Und dann sehe ich mir so hier diese Liste an von Spielen, die jetzt im November veröffentlicht werden und denke mir, also, pass auf, ich fange mal so an. FIFA ist eine erfolgreiche Reihe. Wie gesagt, jeder hat ja eine andere Meinung, deswegen, ey, hier, no judgment. Das Ding ist, dass ich kein Freund von Ego-Shootern bin. Und dann lese ich das am 5. Das bedeutet, jetzt muss ich kurz für mich rechnen, 2, 3, 4, 5, also gestern, Call of Duty Vanguard rausgekommen ist. Und dann stelle ich mir so die Frage. Weil das ist ja so das Ding. Wisst ihr, bei FIFA 22 oder FIFA-Spielen ist es so, dass Spieler bei anderen Vereinen sind, es neue Stärken gibt und eventuell so neue Futures, sei es bei Ultimate Team, bei, was weiß ich, bei im Karrieremodus, in der Spielerkarriere, dass es da immer neue Sachen gibt. Oder halt zum Beispiel so Modi wie, was es ja bei FIFA 17, 18 und 19 gab, The Journey mit Alexander. Was ich cool fand, so einen Story-Modus dazu haben. Ich hoffe, dass FIFA das nochmal irgendwann macht und sich dann neue Charaktere ausdenkt. Das nennt man Innovativität. Ich weiß nicht, wenn immer so Spiele einer Reihe rauskommen, was es da Neues gibt. Weil mich diese Spiele ja nicht interessieren. Aber deswegen stelle ich mir halt so die Frage, warum macht, jetzt kann ich mich gerade nur blamieren, Blizzard? Ist Blizzard nicht Call of Duty? Nicht, dass ich mich da jetzt voll irre, dass wir jetzt, was jetzt hier raufgehen. Ist Call of Duty Blizzard, bitte. Sledgehammer? Aber ist das nicht auch mal wieder Sledgehammer. Activision Blizzard. Oh, okay, gut. Ich dachte schon, ich blamier mich jetzt hier irgendwie als Gamer. Was es Neues gibt, weil sind wir ehrlich. So Spiele wie Battlefield, Call of Duty und so, sag ich mal, so dieses Genre. Es gibt da immer einen Multiplayer, die Waffen sind gleich, wenn, dann gibt es vielleicht nur eine Waffe mehr oder weniger und dann regt man sich auf und dann frage ich mich so, warum habt ihr dann das Spiel gemacht? Also was bewegt euch, einen neuen Teil zu machen, wenn doch alles beim Alten ist? Und ich weiß ja zum Beispiel von Pascal, weil er spielt ja Call of Duty, ja, ich weiß noch damals auf der PlayStation 3, ehe er sich ja die 4 geholt hat. Hat er irgendwie bei, boah, was war das? Bei COD Ghost hat er sich alle Waffen auf Gold gespielt. Und ich stelle mir dann nur so die Frage, gut, das ist ein Reiz, dann da eben was zu erreichen. Aber ansonsten, wo ist da ein Reiz? Und der fehlt mir so zum Beispiel bei solchen Spielen. Wie gesagt, ich würde die nicht spielen und ich judge nicht, welche die da spielen. Ich kann es halt nur nicht verstehen.
So. Wann ist hier ein... Okay. Ich frag mich. So, und das ist zum Beispiel so ein gewisser Punkt. Oder eine Frage, die ich mir dann so stelle und die ich halt dann nicht so natürlich beantworten kann. Was ist neu in dem Spiel? Weil selbst dieser Story-Modus mit... Heißt der nicht Captain Shepard oder so? Irgendwas mit Shepard habe ich gerade bei Call of Duty im Kopf in der Story-Modus, im Story-Modus. Es ist doch immer Krieg. Und wie heißt es bei Fallout? Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg kann man nicht beschönigen. Ich sag mal, das ist so zum Beispiel etwas, was ich dann an Call of Duty gut finde. Also das klingt vielleicht komisch so. Erstmal, dass ich es gut finde, aber gewisse andere Spiele verharmlosen sowas und sprechen es halt nicht an, was mich dann aufregt. Deswegen ich ja zum Beispiel kein Freund von Fortnite bin, weil ich finde sowas wie PUBG dann viel besser, weil das dunkler ist. Es hat ein dunkleres Setting. Und das spricht mich zum Beispiel mehr an als sowas Komisches, Buntes, wo man mit einem Luftschiff fliegt, dann darunter springt und dann irgendwie zwar auch mit Waffen oder mit Hammer irgendwie dann den Gegner kaputt kloppt. Ist ja also so jetzt. Aber wie gesagt, ich frage mich dann so zum Beispiel bei COD, was ist da der Reiz? Warum sollte man irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre, weil ich nicht weiß, in welchem Abstand auch Call of Duty kommt. Ich glaube jetzt mal nicht jedes Jahr, weil, wie gesagt, will man dann mit Zahlen weitermachen? Man hat Call of Duty Black Ops, Black Ops 2, Black Ops 3, man hat Ghost, man hat Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare Remastered, ich sag mal den Teil, ich weiß jetzt nicht, wie der Teil heißt, wo dann ja dieser, wie heißen das wie bei PUBG und Fortnite, diesen Battle Royale Modus hinzugefügt hat, da muss ich sagen, das fand ich nicht schlecht zum Beispiel, ich spiel's zwar nicht, aber da habe ich so gedacht, da haben sie sich mal was Gutes einfallen lassen. Aber so ansonsten eher nicht. So, das ist halt so zum Beispiel so dieses gewisse Etwas wieder. So, ganz kurz. Hier unten will ich ja nicht mein Haus bauen. Hier unten soll ja so diese Fläche sein. A, Brücke nach da. Tierfarm soll hier unten sein und Farm bauen werde ich so da oben. Das heißt, da muss ich natürlich so eine gute Fläche ebnen. Ich gucke erst mal. So deswegen und das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum dann Blizzard, Activision Blizzard, immer wieder einen neuen Teil bringt. Verstehe ich so für mich persönlich halt nicht. Ich freue mich eher auf ein anderes Spiel. Es kommt am 16. November. Weil ich großer Fan der Filme bin, der Serie und dass ich es toll finde, dass da wieder ein neues Spiel kommt. Sherlock. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Sherlock-Freund. Ich mag Sherlock. Ich finde Sherlock Holmes Filme, die Serie grandios. Warte mal, welche Höhe ist das hier? 65. Also die Frage ist natürlich... Warte mal eben kurz. Erstmal, warum haben wir hier auch Lava? Ah ne, das habe ich weggemacht. Ich
Ich habe gerade tatsächlich so eine Idee bauen. Mal guck mal, wir sind jetzt gerade auf Ebene 65. So, jetzt sind wir einniedriger, 64. Und hier ist der 65. Ich finde gerade diese Höhe 65 sehr angenehm. Wenn wir alle Bäume von 65 so in diesem Umkreis fällen, wir gleichen das hier an, maybe hier ein bisschen niedriger erstmal, zumindest so hier am Rand. Und dann gehen wir hier so in etwa entweder höher oder bleiben bei Höhe 65. Hier haben wir auch eine Höhle, warte mal. 67, noch zwei weiter unten. Das hat höher, oder ja, 68. Vielleicht bauen wir noch nicht mal bis ganz hier hinten hin. Kann ja auch sein. Aber dann finde ich Höhe 65 gerade sehr, sehr angenehm. Ich guck mal, wo ist hier, wenn ich hier jetzt stehe, Höhe 65, 2 nach unten. 1. Dann. Oh, müsste ich ja auch noch da machen. Aber so diese Höhe gefällt mir irgendwie. Das heißt, von dieser Höhe sind das ja zwei hoch. Das bedeutet eine Ebene und dann noch eine Ebene. Wenn wir sagen, dann auch, wir nehmen das so ein bisschen mit. Oder wir sagen, ab hier baue ich, glaube ich, schon Wasser. Ich habe einen Plan. Ja, genau, da war ich ja. Genau, Sherlock Holmes Chapter 1. Genau, das kommt halt am 16. November, freue ich mich sehr drauf. Habe ich auf meiner Steam-Wunschliste, freue ich mich sehr drauf, so diese Spiele zu spielen. Ich werde es mir maybe aber als Konsolenspiel holen, also für Xbox, weil ich mit zwei Spielen tatsächlich Probleme hatte hier bei Steam. Mit dem Speichern. Ich verstehe nicht dieses Speichersystem bei Sherlock Holmes. Ich weiß nicht, habt ihr Sherlock Holmes Crimes and Punishment? Erstmal so voll überlegen, Daniel, wie heißt gerade dieser Teil? Ich habe so dieses erste Rätsel gelöst und habe mir so damals dann gedacht, ey, das ist ja richtig geil. Aber ja. Man kann nicht speichern. Ich konnte dann halt nicht weiterspielen. Hätte wieder von vorne anfangen müssen, weil ich so dachte, okay, ich beende das Spiel. Abends habe ich dann wieder mein PC angemacht, wollte weiterspielen und denke mir so, das ist doch das erste Rätsel, das kenne ich doch. Bin zurück zum Hauptmenü gegangen, konnte aber nirgends irgendwie auf Spiel laden oder so klicken. Und da war ich echt traurig. Da war ich halt echt traurig. Und habe mir so gedacht, warum? Und das verstehe ich bis heute nicht. Also dieses Speichersystem funktioniert nicht. Auf dem PC zumindest. Zumindest bei mir nicht. Wenn es bei euch funktioniert, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also bei mir funktioniert es nicht. Ja. Kann mir vorstellen, dass wir so bis hierhin ja bauen. Habe ich das hier nicht abgesteckt? Ich habe das eigentlich abgesteckt. Bin auch Premium, dass ich das abgebaut habe, oder? Dass wir das dann maybe damit verbinden noch? Weil das ist jetzt ja nicht hier so tief.
Na, kann ich mir gut vorstellen. Dass man hier so seitlich maybe so eine Baumfarm macht. Plan schon sehr weit voraus bei mir im Kopf. Habe so das Gefühl, diese zwei Schaufeln könnten reichen. Ja. Also so viel jetzt zum Beispiel dazu. Also wie gesagt, deswegen war ich sehr enttäuscht und auch war das The Devil's Daughter oder wie das Spiel heißt. Genauso. Angefangen zu spielen und dachte mir so, oh, geil, jetzt fange ich das Spiel an. Genauso, ich konnte nicht speichern. Oder ich kann nicht speichern. Und das verstehe ich halt nicht. Das macht mich traurig. Ja. Was kommt denn sonst noch? Es kommt ein Battlefield-Spiel. Mensch, wer hätte es gedacht? Aber auch eine Reihe, finde ich sehr, sehr krass, dass die irgendwie immer noch so erfolgreich ist. Ich weiß, dass Pandoria. Oh. Fan von dieser Spielreihe ist, das weiß ich. Und was Jay von Pete's Boah. Ich weiß es nicht, aber Final Fantasy 14 Online Endwalker. Es ist halt ein Online-Spiel, aber ich frage mich trotzdem, wie es so wird, wie da so die Resonanz dann wird. Das wird interessant. Sowas ließ ich mir dann tatsächlich durch, so auf GameStar oder auf. Oh, ich weiß gar nicht, auf welchen Games-Portalen ich aktiv bin. Aber da lese ich mir dann so gerne so diese Rezension durch. Auch auf Steam, weil auf Steam findet man ja dann auch immer diese ganzen Rezensionen. Warte kurz. Wo ist die Fledermaus? Ah. Das macht mir Angst. Horrorspiele kommen dieses Jahr gar nicht mehr, oder? Das finde ich halt so ein bisschen schade, dass kein Horrorspiel mehr kommt, vor allem von der Reihe. Ich erwarte ja ein bestimmtes Spiel. Und ich warte jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, darauf. Ja, obwohl ja ein Jahr nicht. Also ich wusste, dass es dieses Jahr kommt, habe mit Sommer gerechnet, deswegen sage ich mal ein halbes Jahr, sage ich mal. Outlast. Ich will Outlast Trials, Leute. Ihr wollt das doch auch auf meinem Kanal sehen, oder? Ihr wollt mich doch schreien sehen, bestimmt. Und das wird dann, glaube ich, auch mit Sicherheit passieren, weil ich finde Outlast vom Feeling her echt stark. Ich mag Outlast, ich mag die Reihe, mag die Spiele. Guck mal. Habe ich das doch zumindest schon mal hier gemacht? Ah, okay. Also wie gesagt, auf Outlast warte ich tatsächlich echt sehr. Wie gesagt, ich habe so gewisse Vorstellungen. Ich habe schon so gewisse Vorstellungen, wie ich bauen will. Wie und was. Jetzt habe ich schon mittlerweile so eine Vorstellungskraft. Okay, wäre schlimm, wenn nicht. Aber eine Idee, sagen wir es so. Hm.
Regelspiele sind nächstes Jahr zum Beispiel geplant. Sind das schon irgendwie... Nächstes Jahr schon große Titel irgendwie angesagt? Ich weiß es gar nicht. Dying Light 2. Oh. Das wird interessant, glaube ich. Mal gucken. Saints Row. Life is Strange Remastered. Und jetzt zumindest hier diese Spiele, die ich hier, glaube ich, so am Anfang bestimmt des Jahres sind. Kann ich mir gerade sehr gut vorstellen. Wir müssen halt jetzt gucken, bis wohin wir so diese Höhe haben wollen, wie groß diese Fläche auf Höhe 55 sein soll. Das bauen wir dann so zu. Ja. Das ist dann der Plan. Genau. Wegen so. Und warte. Eigentlich müsste... Wow. Na, ja, komm, das machen wir jetzt mal mit der Hand. Ah, jetzt hat die Seite hier geladen. Auch schon eben, nur ich habe nicht geguckt. Also im Januar Rainbow Six Extraction Rugby 22, okay, Februar. Dying Light 2 ist der Human. Da wird sich Pascal tatsächlich sehr freuen, aber ich bin da auch sehr gespannt drauf. Saints Row. März. Ich gehe jetzt mal so ein paar Titel durch. Grand Theft Auto 5. Soll da wieder DLC kommen? Könnte ich mir gerade eher vorstellen. Dann die Juni. September. September soll Test Drive Unlimited. Cyberpunk Update. The Witcher 3 Update. Ja. Wie gesagt, ich warte auf Outlast. Maybe steht das hier, das wäre cool. Nee. Resident Evil Reverse. Stimmt. Das weiß ich noch als... Da, The Outlast Trials. Unter T ist das The Outlast Trials. Gibt es eigentlich schon neue News? Neuer Trailer kennen wir. Ich glaube, darauf haben wir reagiert. Ah, hier steht auch, Outlast Trials will 4 Spieler im Koop schocken. Ihr könnt aber auch Solo spielen. Das ist auch wichtig. Oh, ich freue mich schon wieder so auf diese Rennaktion, also weglaufen. Das war ja zum Beispiel so ein Manko für viele bei Outlast 2. Wobei ich sagen muss, ich fand Outlast 2 echt stark. Nicht so stark, aber wie Outlast Whistleblower. Also wenn ich mich entscheiden müsste, welcher der beste Outlast-Teil von allen bislang ist, glaube ich, werde mich für Whistleblower entscheiden. Dann 1, dann 2. Also das muss man auf jeden Fall sagen. 2 ist dann von denen der schwächste, ja. Aber ich finde ihn trotzdem nicht schlecht. Das ist so zum Beispiel so dieser gewisse Unterschied. Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von Outlast. So. Ich meine, hier gerade das Wasser sehr laut hört. Was? Nein, nicht das abbauen. Oh, komm. Dieser Block auf einmal. Maybe nehme ich gleich noch eine Folge auf, dann könnte ich auch noch über ein Thema sprechen, was so mit Horror zu tun hat. Ich kann ja schon mal... Nee, ich sag doch nichts. Eigentlich wollte ich nur 2 Folgen aufnehmen. Maybe nehme ich gleich doch eine dritte auf. Ja, maybe nehme ich doch eine dritte auf. Muss, glaube ich, sein. Das ist schon mal gut hier.
Und dann diese Höhe halt. Warte mal. 2 hoch. 1. 2. 4 hin würde ich hochbauen wollen. Hier war wichtig, gerade Platz zu haben. Im Inventar. Ja. Ich überlege, beende ich jetzt schon die Folge? Und dann hole ich mir tatsächlich doch eine Axt und wir fällen hier die Bäume und haben auch erstmal ein bisschen Holz. Wisst ihr was? Das machen wir. Also, ich beende hier schon die Folge. Jetzt etwas früher. Letzte Folge war für euch etwas später. So gleicht sich das dann ja auch immer etwas aus. Nächste Folge machen wir hier so die Bäume, stecken mal so oben hier die Fläche 65 ab und gucken mal. Ja, wir sehen uns nächste Folge. Macht euch auf ein spannendes Thema gefasst und dann bleibt mir bisher nur zu sagen, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, schreibt sehr gerne Kommentare zu den Themen, die ich immer anspreche. Das Call of Duty habe ich ja zum Beispiel angesprochen, das wäre mal so interessant so zu hören. Seid ihr dafür? Was ist so eure Pro-Kontra-Argumentation? Wir sehen uns dann am Mittwoch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Minecraft Floor 2.0 und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal und rein. Und tschüss.